Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Sims 4 Rising Star. Schön, dass ihr da seid, denn heute ist wieder einiges auf dem Plan. Ja, mehr oder weniger zumindest. Ja, die Hochzeit neigt sich dem Ende zu. Unsere ganzen Gäste tanzen noch ein bisschen. Es wird noch geredet, geplaudert, getrunken, gegessen. Ja, es ist ja alles kostenlos, ne? So, und unsere liebe Braut des Orbins ist fast ein Level 4 Star. Ein Level 4 Star. Damit ist sie dann kein B-Promi mehr, sondern ein Megastar. Na gut, hier fehlt noch ein bisschen mehr. Da fehlt nicht mehr so viel. Ein Megastar. Kann man sich das vorstellen? Das ist krass. Dann kann sie wieder von ganz vielen Vorteilen. Kann sich wieder über ganz viele Vorteile freuen. So. Okay. Na komm. Welchen Tag haben wir? Mond? Dann ist heute eine Preisverleihung. Nee, die war gestern. Verdammt! Arg! Schmorsch. So, beschäftigt. Oh, da hat er. Dann brauchen wir jetzt ja unbedingt noch ein zweites Kind. Also, okay, jetzt sollten wir es langsam auch mal beenden. Wir beenden das mal ein Stück früher. So. Es war eine schöne Hochzeit. Die Gäste waren von den Feierlichkeiten so beeindruckt, dass sie im Haushaltsinventar einige Geräte und Dekoobjekte gelassen haben. So. So, na komm, ab nach Hause. Bitte. Hopp. Na los, du auch. Bitte. Na komm. Wo ist denn dieser Hochstuhl? Ach, guck mal, okay. Sie läuft im Kleid nach Hause. Okay. Sie will die Scheidung. Sie geht nach Hause. Ab, weg hier. So, und was ist mit dir? Du hast keine Lust. So. Fähigkeit um sich kümmern. Luna morgen hier hinbringen. Kontrolle auf Luna umschalten. So. Dann gehen wir doch mal zu der Luna und schauen doch mal, was uns da so erwartet. Vielleicht ist es ruhig. Vielleicht ist es nicht ruhig. Vielleicht brennt da gerade das Haus ab. Das sind ja alles Dinge, die durchaus möglich sind. Also nicht, dass wir es hoffen, aber das sind durchaus Dinge, die im Bereich des Möglichen sind. Ich meine, Häuser brennen öfter mal ab. Und ich meine, vielleicht ist nur das Haus ja mit da drunter. Genug geredet. Schauen wir mal nach. So, hier sind wir wieder und es ist nachts und dunkel und du musst schlafen. Bitte geh schlafen, du kleiner Locker. Und du musst auch schlafen. Schlafen! Schlafi. So, wieso seid ihr noch wach überhaupt? Es ist 5 Uhr morgens. Ihr habt bis 5 Uhr morgens gefeiert. Oje, Damon hierher bringen. So. Genau, du gehst ausschlafen und du gehst schlafen. Na komm, nee, du isst jetzt kein Eis mehr. Bitte. Es krabbelt ja wieder runter. Nee, dieser Racker. Schlimm. So, ab ins Bett. Hopp. Sehr gut. Oh, das ist schon mal geschafft. So. Sehr gut. Hoppala, so. Genau. Jetzt warten wir einfach, bis die aufstehen. Okay, nee. Und du nimmst bezahlten Urlaub. So. Okay. Nee, wir können die doch nicht zum Arbeiten schicken. Bitte. Huch, jetzt ist der kleine Racker wach. Schlafen. Zu viel Angst, um jetzt zu schlafen. Och nein, Albtraum gehabt. Oh, du blödes Kind. Oh, Manu. So, Tantemenbericht. Oh, nett. Ja, sehr nette Tantemen. So, okay, Moment, weck ihn nicht. Er steht von selbst auf. Komm, steh von selbst auf. Damien! Bitte, dein Sohn heult. So. Kind Leviten lesen, Windeln wechseln. Erziehung, Kinderbetreuung. Essen geben. So.
Wo ist der denn, der? Ah, guck mal. So, komm. Pizza? Ja, Pizza. Okay, komm, dann nimm mal die Pizza. So. Herzlichen Glückwunsch zu deiner Hochzeit, hat sie mir jetzt schon zweimal gewünscht und sie war sogar anwesend, aber egal. So. Steh mal kurz auf. Techtelmechtel, lasst uns noch ein Baby machen. Ha ha ha. Lasst uns noch ein Baby machen. Da, 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 da. Ja, heutige Post wurde zugestellt, 2900 Rechnung, das ist ja in Ordnung, das ist ja relativ günstig. Hallo Luna, unser Terminalgorithmus schlägt vor, das schlägt ein paar Jobmöglichkeiten. Möchtest du sie sehen? Klar! So, was haben wir denn da? Melodien der Stadt. Kreaturen aus dem Malvenwald. Was nehmen wir denn? Eigentlich müssen wir mal Kreaturen aus den, Kreaturen, Melodien der Stadt nehmen. Gibt es nicht diesen Apokalypse-Film? Schade, der ist hier nicht. Naja, dann nehmen wir Melodien der Stadt. Den wollte ich schon immer mal machen. Und das Casting ist morgen um 12. Ja, morgen um 12. Ach, herrje. Na gut, da haben wir ja ein bisschen Zeit, ne? So. Okay, wenn du dann fertig bist, an ihr rumzufummeln, dann wäre es Zeit. Oh Gott. Okay, wir müssen auch hier einmal runter. Das ist natürlich ein bisschen blöd, dass das jetzt nicht mehr. Wieso will ich die Toilette an einen Fan spenden? Nein. Einfach nein. Das ist nein. Ich möchte es nicht. Essen für zwei. Herzlichen Glückwunsch, Luna. Erwartet noch ein Baby. Noch eins. Na, das ist aber mal eine Plage. Jetzt ist sie nochmal schwanger. Ich bin nochmal schwanger, Damien. Akzeptierst du das? Liebst du mich wirklich? Was habe ich dir eigentlich getan? Ja. Also, ihr zweites Kind. Und der Bauch ist direkt da. Wow. So, komm, jetzt legt euch alle nochmal hin. Ich glaube, ihr seid alle noch nicht so viel. Oh Gott. Nee, legt euch alle nochmal hin. Sehr gut. Sehr gut. So. Und zack. Sehr gut. Oh, komm, bleibt doch bitte liegen. Nein, leg dich wieder hin. So. Sehr gut. Ach, na komm, dann geh auf Toilette, wenn es dich glücklich macht. In der Stadt findet das schräge Humor- und krasse Späße-Festival statt. Schön zu wissen. So. Kannst dich jetzt wieder hinlegen. Sieh gleich auf Toilette. Nein. So. Okay, jetzt funktioniert das. Oder auch nicht, das gibt's auch nicht. Laut Internet sind die T-Shirts des schrägen, krasse Huhn. Schrägen, krasse Humorspäße. Ach, egal. Komm, bleib einfach. Nee, sie ist wach. Morgenübelkeit. Okay, 20:26 Uhr. Morgenübelkeit. Ja, das ist nett. Okay. So, was ist denn mit dir? Müll. Müll. So. Was machst du? So, na komm. Genau, du kannst erstmal. Ja, leg dich in die Wanne. Warum nicht? Hey, klar. Ich meine, du bist jetzt schwanger. Du musst jetzt für zwei gut aussehen. Wow. Und das ist definitiv eine gute Idee. Und vielleicht ist sie nach dem nächsten Film schwanger. Nach dem nächsten Film schwanger. Okay, ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber gut. Aber gut. Nein, vielleicht ist sie dann. Vier Sterne ist da. Dann hat sie fast ihren Stern auf dem Walk of Fame. Das wäre ja schon mal cool. Und ich glaube, die lieben alle Eis, habe ich irgendwie das Gefühl. Also, seit diese Eismaschine hier ist, möchten die immer Eis essen. Das ist voll krass. Ich meine, die Kaffeemaschine wird nicht genutzt und alles, aber. Das Eis am Morgen und am Abend und am Mittag muss sein. Finde ich gut, aber trotzdem ist riskant. So, Luna hat einen Karton Erdbeereis hergestellt. Der Karton befindet sich in ihrem Inventar. Ah, stimmt. Apropos Inventar. So, was haben wir denn bekommen? Königliches. Okay. Eine Mikrowelle. Ein Teekocher können wir verkaufen. Das können wir auch verkaufen. Verkaufen. Und der schöne Sessel.
So, den könnten wir hier hinpacken. So, bb.moveObject. bb.moveObject. Ich hab gelernt, ich muss nicht mal mehr on drücken. So, dann verkaufen wir den hier. Gibt's den noch in anderen Farben? Ja, gucke mal. Das ist doch schön. Oder so ein Braun. Ich guck gerade, welches. Das ist, glaube ich, sogar ganz schön. So, den Sessel mag ich. Jetzt haben wir einen neuen Sessel für hier. Das ist doch super. Wie fit bist du? Oh Gott, er ist immer noch müde. Na komm, dann bleib liegen. So, du hast noch Hunger. Du bist aber wach. Okay. So. Genau, dann verwende mal bitte die Toilette. Und dann säubere die Toilette, die dreckig ist von Damien. Das ist unmöglich. Wie kannst du nur, Damien? Also ich glaube, ich habe noch nie eine Toilette gewischt, wenn ich das so sehe. Ich meine, das ist ja selbst da oben und geschrubbt. Also ich meine, also klar, Toilette putzen mal, wenn man irgendwie ein Torpedo in die Röhre schleudert, dann, das verstehe ich schon. Aber ich meine, da ist ja die ganze Toilette dreckig. Was ist da passiert? Hat die sich irgendwie auf die Schüssel gestellt und nicht gezielt? Hä? Na gut, es ist komisch. Zähne geputzt hat sie, wow. So, Schauspielern üben. Üb doch noch ein bisschen Schauspielern. Du bist, glaube ich, immer noch nicht Stufe 10. Deswegen Charisma 7. Da lässt sich auch noch was machen. Vielleicht sollten wir eher Karma. Wow. Charisma üben. So, wie viel fehlt uns denn da noch? Naja, 40%, das ist ja noch ein ganzes Stück. Okay, wie geht's dir? 80.100 nebenbei. Wow, wir machen Fortschritte. Verdient haben 123.000. So, du könntest ja nochmal ein Lied aufnehmen. Neuen Song produzieren. Rubavai. Rubavai, Rubavai. Rubavai. So. Song remixen. Synthesizer. Tiefer Synthesizer. Synthesizer. Ich kann das nicht aussprechen. Dum, dum. Beherzter. Jetzt die Trommel. Und die Gitarre. Gitarre. Buh. 1, 2, 3 und... So, Fu Buffet. Fu Buffet. Fu Buffet. So, Hashtag Unterhosen. Die singen irgendwie immer über Unterhosen, habe ich das Gefühl. Perfekt. So, Song, Kopie an Label schicken an Max's Music Machine. Damien hat das Lied Fu Buffet an Music Label Max's Music Machine geschickt. MMM. Die Chance, von diesem erstklassigen Label unter Vertrag genommen zu werden, sind ziemlich gering. Aber wer weiß. So. Dann veröffentlichst du das bitte. So. Song veröffentlichen. Sehr gut. Geschafft. Was trägt er da eigentlich? Naja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So, du könntest ja noch ein bisschen üben zu DJen. Ich meine, du kannst Songs mixen, aber DJen kannst du nicht. Das wäre ein bisschen komisch. So, und du übst reden, na? Oh, noch 30%. Wir machen Fortschritte von Tag zu Tag. Level 4 der Erziehungsfähigkeit. Okay, wie sieht das denn mit der Erziehungsfähigkeit aus? Muss ich mal gucken. 3. Du könntest das Buch vermutlich noch weiterlesen. Naja. Hey Luna, ich bin's, Kavir. Wie wär's mit einfach? Excuse me, du bist verheiratet seit heute. Also bitte. So. Wie sieht's aus? Ah, langsam machen wir Fortschritte. Langsam. Do not touch me, fanfrei. So, da fehlt auch nicht mehr viel. Oh, da freue ich mich. So. Level 3. Felix kann schneller gehen und zu Musik tanzen. Oh je. So. Willst du nochmal versuchen, deine
Formfähigkeit zu verbessern. Und dir fehlen immer noch 15% auf Mann. Na komm, du schaffst das! Na komm! Oh Gott. DJ 3 Mixfähigkeit. Damien kann beim Auflegen ein neues Musikgenre spielen und zwischen den verfügbaren Genres wechseln. Außerdem kann Damien von nun an mit anderen Sims über DJ-Techniken reden. Okay. Musikgenre wechseln. Grooven. Dum. Dum. Utze, utze, utze. Dum, dum, dum. Utze, utze, utze. So, na komm, noch 9%. Noch 9%, dann haben wir das auch durch. Wir haben noch keine Fähigkeitsstufe 10. Wir müssten uns mal eine Leinwand besorgen. Oder so, da hätte ich auch voll Bock drauf. Naja, was ist los? Phone Bailey. Ah, hallo, ich bin Produzent bei Max's Music Machine. Wir lieben deinen Song. Wir möchten schnell wie möglich einen Vertrag mit dir machen. Bist du einverstanden? Okay. Sehr gut. Jawohl. Wirst schnell wie zum Beispiel der Vertrag zu kündigen. Was? Wie zum... Warte mal. Wir haben eigentlich keine Lust auf drastische Maßnahmen. Wir brauchen mehr Songs. Oh Gott, noch mehr Songs. So, und du hast 99? Na komm, 100. Und? Jawohl. So, Luna kann jetzt neue Hashtags erfinden und sich anderen Sims bezaubernd vorstellen. Bezaubernd. Hallo. Zwinker, zwinker. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Sie ist schon so breit. Also nicht breit, sondern breit, ne? Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ja, sie ist schon ein echtes... oh Gott, so ein echtes Sternchen. So ein TV-Sternchen. Ihr wisst, was ich meine, ne? Naja, okay. Ui. Gut, das läuft. Halbwegs, er hat wieder Hunger. Tobsuchtsanfall bekommen. Okay, komm, hör auf. Okay. Geh, gib ihm Essen. Gib ihm Essen und dann duschen. Oh, okay, ich lasse diesen kleinen Hitzkopf jetzt aber erstmal alleine. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Da geht's dann weiter hier in San Myshuno. Nee, nicht San Myshuno. In Mirage Park. In der Sol Valley. Jetzt habe ich's. Genau. Und vielleicht ziehen wir ja mal bald in die Nähe von Heidi, wer weiß. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss!